Meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder hier zurück zu Shakes and Fidget. Ja, Gamescom ist leider, wie man sagen muss, naja gut, was ist leider, ist immer so eine Sache, ist vorbei und wir sind dementsprechend wieder hier zurück im Alltag und im Alltag heißt dementsprechend auch wieder zurück zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und das heißt wiederum auch, es ist alles irgendwie wie immer. Vorteil an der ganzen Geschichte war oder ist wiederum, wir können hier bei Shakes and Fidget, hoppala, wir können hier bei Shakes and Fidget im Endeffekt wieder weitermachen und uns auch wieder auf die Gilde konzentrieren, der Shadow Flame oder Shadow Flamme im Endeffekt, also die Schattenflamme. Hat das Ganze hier gut während unserer Abstinenz gemeistert. Wir sind mittlerweile Stufe 31 in der Gilde, also der Gildenausbau, Quartiersstufe, sprich wir haben auch 31 Mitglieder. Wir haben den Goldschatz auf Stufe 30 und den Lehrmeister auf Stufe 30, was schon mal bedeutet, plus 60% Erfahrungsbonus, plus 60% Goldbonus und dementsprechend Platz für 31 Mitglieder, die wir dementsprechend auch hier voll haben. Freezy, was ist hier los? Du willst wo rausfliegen? Ja, und unser Durchschnittslevel liegt bei 24 und wir sind Rang 111 in der Gesamtliste mit 998 Ehre und wenn man das Ganze sich mal so anschaut, 1500 Ehre, das ist bis jetzt hier das höchste der Gefühle, was man hier so erreichen kann mit einer Durchschnittsstufe von 81. Also von da, ach, die gibt es auch wieder, alles klar. Also gute Aufstiegsmöglichkeiten, wie man so schön sagt, oder auch weniger. Ja, also ich würde mal eher sagen, wir werden hier ganz gut, schöne Gilde, Deutsch, tu, einfach mal Deutsch, wir werden hier relativ gut vorankommen. So, zu meinem Char, ich bin Level 23, hätte natürlich schon mehr sein können, aber dadurch, ne, Gamescom habe ich nur gar nichts gespielt, ich habe das eigentlich, bis auf die Social Media Dinger, da habe ich einfach mal komplett mal so 5 Tage Ruhe vor dieser ganzen PC-Technik hier, war auch mal schön. Und damit tummeln wir uns jetzt dementsprechend auf Stufe 23. Haben leider auch keine Tränke mehr, alles abgelaufen. Erfahrungsbuch auf 12%, Rang 8454 und Schutz bei 17%. Maximal ist da ja 52% möglich. Und dann können wir ja hier noch weiteres aufwerten. Unter anderem, was haben wir jetzt hier? 761 Gold. Glück habe ich bis jetzt mal noch gar nicht so geskillt. Mir geht es ja eher hier mehr um den Angriff. Das werden wir jetzt auch mal hier weiter hochskillen. So bis circa, ja, so bis circa 500, alles klar. Und dann dementsprechend hier noch die Ausdauer nach oben schrauben. Da haben wir das Geld dafür schon mal investiert. Bis zu circa, na, 250 sollte gehen, genau, obwohl bis man hier eigentlich auf den gleichen, oh, warte mal, jetzt muss man hier nochmal erhöhen, zack. Also auf den gleichen Kontext kommen, ja gut, Glück könnte man auch schon mal hochskillen, bis man hier wenigstens auf ein Gold kommt, glatt, das haben wir schon mal bei 8%, ist aber eher so eine nebensächliche Sache und den Rest lasse ich jetzt erstmal so, wie er dementsprechend ist. Ja, Tränke und Co. könnten wir uns neipfeifen. Wäre eigentlich auch gar nicht so verkehrt, das Ganze zu machen. Wenn es denn dann gleich mal ein bisschen was Größeres gibt. Intelligenz ist jetzt ja so weniger nicht so wirklich der Fall. Da haben wir einmal Ausdauer und war da gerade ein Schlüssel, den ich mir hätte kaufen können? Ich habe ihn weggeklickt. Und dann vielleicht eine etwas größere gelbe Flasche, wenn es denn kommen möchte, aber ja hier gelb, zack. Und irgendwann vielleicht noch so ein Gesundheitstrank, den müsste man aber auch erstmal wieder finden. Hier kostet leider 15 Büro. Rein damit, sehr gut, sind wir schon mal wunderbar ausgestattet, was das Ganze angeht. Und auch hier in der Arena Bild zu fighten, aber wo fighten können wir ja gleich mal machen. Gegen so einen Stufen 22er. Gewonnen und auch dementsprechend gleich mal etwas aufgestiegen, mal gegen den eigenen Helden hier.
Wunderbar, läuft schon mal einiges besser. Als noch beim letzten Mal. 10 ganze Versuche haben wir hier. Und somit steigen wir auch relativ schnell hier die Ränge auf. Ein 28er, den wäre ich wohl eher weh. Selbst ein 28er gelegt, sehr gut. 19er Magier gelegt. Ja, Mages, die sind so, die mir hier Probleme bereiten. Oder beziehungsweise etwas Probleme bereiten. Ja, war knapp. Schauen wir nochmal gegen den hier. Auch noch gewonnen, wunderbar. Und dann hier 2 Punkte. Hier habe ich einmal verloren, okay. Und jetzt noch den hier. Auch nochmal verloren. Schade, schade, Mickey Mouse. Also halt, kann ich immer noch 2-mal machen. Sehr gut. Und hier nochmal. Nochmal verloren. Da habe ich immer noch einen Versuch. Den hier. Sehr gut. Und schon sind wir aufgestiegen. 4% mehr am Lehrbuch und Rang 4661. Damit ist man schon mal besser als 94,96% aller Spieler auf dem Server. Okay, Popation. So, ja, ansonsten alles beim Alten. 1476 Schaden mittlerweile, 38 Widerstand, 27.306 HP und 8,69%, was das ganze Glück angeht. Dementsprechend hier mit gepushten Sachen. So, unser Hauptaugenmerk liegt natürlich weiterhin auf den Dungeons, denn Festung gibt es in dem Falle nichts. Ehrenhalte ist das, Gilde haben wir dementsprechend hier. Glücksrad, ich kann am Rad drehen, stimmt, es ist ja schon weit nach Mitternacht mal wieder. Da drehen wir hier noch mal ein bisschen am Radle. So, dass wir hier noch tolle Items und alles rausbekommen. Und es ist immer noch eine gute Geldquelle am Anfang. Ich meine, wenn man irgendwann höher wird, ist das am Rad drehen, außer man hat jetzt diese, wie soll man sagen, Fernsehpunkte. Also wenn man sich Werbung anschaut, macht es dann später eigentlich keinen Sinn mehr. Ich meine, ich finde es auf den Stufen eigentlich sinnloser, Steine und Holz zu bekommen. Weil das einem bis Stufe 25 ja eh nichts bringt ohne Festung. Und selbst was dann rauskommt, ist halt lächerlich. Und naja. 2 Holz. Wir wissen ja beide, oder auch 2 Steine. Wir wissen ja beide, wie viel das ist. Ich meine, klar, im Anfangsstadium mag das noch relativ egal sein. Aber dann im Nachhinein so eine Sache. Immerhin bekommen wir ein paar Pilze. Haben wir schon mal 6 Runden gratis gedreht, 9 Runden gratis gedreht. Haben wir schon mal gute Hälfte raus hier. Mal wieder Holz, weil es so schön ist. Es bleibt also bei Holz und Pilzen. Wenn das einmal so sich eingependelt hat, bleiben wir bei Holz. Nochmal Holz, Wahnsinn. Und komm, gib mir gleich nochmal Holz. Ne, jetzt krieg ich mal 1900 Erfahrungen, wie gütig. Und Steine, Wahnsinn. Und jetzt hätte ich gerne nochmal Holz als letzten Dreh. Und ich bekomme noch ein Item. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann schauen wir mal, ob wir hier was verwenden können. Geschick minus 10, Glück plus 9, weg damit. Dann Geschick minus 10, 18, 9, 6, weg damit. Stärke plus Ausdauer minus, weg damit. Und den Drang heben wir uns mal auf. So, würde ich sagen, gehen wir in die Dungeons rein. Wir sind ja weiterhin hier den eingeweihten Katakomben. Allerdings habe ich auch schon den zweiten Dungeon gefunden. Und zwar die Minen von Garola. Den kennen wir ja alle. Schauen wir mal, werden wir jetzt hier erstmal kommen. Und wie wir sehen, haben wir ihn geklatscht. 4000 Erfahrungen, sehr gut. Ging schneller als gedacht und auch die Kleine legen wir hier ohne Probleme. Oder war das einfach nur gerade mein kritischer Hit? Das war scheinbar noch... Oh, okay. Und das haben wir natürlich nicht überlebt. War knapp, aber haben wir nicht überlebt. Den haben wir wiederum überlebt. Sehr gut. Haben wir hier schon mal 7. Ja, hier geht das Ganze ausgeweicht wieder von vorne los. Wir überspringen das Ganze mal bis 24.000, 20.000, 17.000, 16.000, 26, 22, 27, 27, 25, 22. Naja, das ist so eine Sache, Freunde. Das ist so eine Sache. Also 13 war bis jetzt das höchste. Ne, hier werden wir dann leider erstmal nicht weiterkommen. Hat aber gut mehr HP wie ich und zieht auch dementsprechend mehr Schaden ab. Das ist jetzt nicht so pralle. Gucken wir mal ins zweite Dungeon Loch hinein. Den sollte man ja ohne Probleme klatschen können.
Und haben wir auch, und dann bekommen wir natürlich auch mal wieder Items, die für was zu gebrauchen sind und die uns auch stärker machen. Und let's go. Den Yankee, den klatschen wir hier. Yeti. So rum. Den Yeti klatschen wir hier auch noch. Und haben dabei auch wieder ein wundervolles Item bekommen. Plus ein Level Up. Plus. Moment. Jetzt habe ich ja zwei was hier. Also das war ja egal. Ja, das sind gute Setsverbesserungen, würde ich sagen. Zack, ran damit. Und in den nächsten Dungeon rein. 11.000. Den kriegen wir auch noch. 15.000. 25.000. 13. 14 und da liegt er, sehr gut, da haben wir hier schon 4, weiter, oh. Okay, ja, das ewige Ausgeweiche, das schaffen wir dann so minimalistisch, wie man so schön sagt, aber, ne, dann hört hier leider Gottes auch schon wieder auf. Ja, dann wird es hier leider auch schon wieder auf. Aber vielleicht 11.000, 19, 18, 20. Ja, die 11.000, die waren wieder so zum Anlocken. Die 11.000 waren wieder so zum Anlocken. 14, 17, 13. Und da liegt er. Sehr, ja, sehr gut. Sehr schöne Sache. Eine neue Waffe gab es dazu. Stärker Geschick. Und Ausdauer blättern uns hier leider etwas runter. Gucken wir mal, 1600 zu 1679. 61 macht ein Brei jetzt nicht wirklich dicke, um ehrlich zu sein. Außer, dass meine Stärke da besser wird. Na, verzicht mal lieber drauf. Gucken wir mal, ob wir mit denen was anfangen können. Ja. Der könnte, das ist halt Mage, ne, kann uns gefährlich werden. Weil er uns halt ganz gut neiballert. Aber 6. 1000 war jetzt bis dato das niedrigste. Ich glaube, wenn ich hier meinen Widerstand, guck mal, den Widerstand haben wir noch gar nicht so krass ausgebaut. Da wir jetzt eh ganz gut Gold bekommen haben, klatschen wir das mal ein bisschen hoch hier. Kostet ja alles noch nicht. Dass wir hier erstmal einen Widerstand von 100 haben. Dass wir das so vielleicht minimal gegen den hier geschützt sind, schauen wir mal. 9000. Ja. Darf nicht so viel Crit einstecken, habe ich das Gefühl. Und der Crit doch manchmal sehr häufig. 6000, 9000, ne. Ja, ist so, also zu schaffen ist er definitiv. Allerdings wird das wohl viele Versuche hier brauchen, bis das Ganze dann auch wirklich gelingt. Naja, 5000 war bis jetzt das niedrigste. 5,8 wohl bemerkt, wollen ja bei der Wahrheit bleiben. 5,8, 7,3, 7,9, 4,0. Naja, so eine Sache. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich liegen kann er. Aber sagen wir mal so, was ist der 30? Noch ein paar Level mehr und dann haben wir es, würde ich sagen. Ein paar Level mehr, dann haben wir es. Hier kommen wir auch schon mal, jawohl, das war anlocken, oder? Die 30, naja, es geht schon. Oho, oho, okay, 50%. Das geht schon mal ein bisschen besser, aber noch nicht so ganz, wie wir uns das vorstellen. Okay, aber das ist ja kein Problem. Wir leveln ja jetzt gerade hier in diesen Bereichen relativ schnell auf. Schon sind wir 24, schon mehr wie die Hälfte. Sprich, jetzt hier morgen noch die Alu durchrammeln und dann hat sich die ganze Sache auch erledigt. Alu kann man ja machen, ich spiele im Übrigen 300 Alu, eine Möglichkeit bietet sich ja, deswegen machen wir das Ganze auch und nehme ich das Ganze ja auch mal für 10 Minuten an. Denn noch ein Level und dann können wir uns ja auch die Festung wieder anschauen und das machen wir auch, aber dementsprechend erst im nächsten Part. Der kommt dann die Woche noch, wann genau, kann ich euch nicht sagen, aber es werden immer 2 Folgen pro Woche jetzt für Shakes and Fidget kommen. In dem Sinne, ich bedanke mich erstmal für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder. Wenn ihr Bock auf die Gilde habt, wie gesagt, Weltelf international, bitte nicht mit der deutschen verwechseln. Also nicht mit der deutschen Weltelf, sondern die internationale Weltelf. Und dort hier einfach den Tino. Den Shadowflame
oder dementsprechend meine Wenigkeit anschreiben. Es ist aber halt so, ihr seht, wir sind jetzt gerade voll, bauen halt weiter aus und so weiter und so fort. Ihr solltet aktiv spielen, entweder normal, sprich 100 Alu mindestens am Tag, oder halt noch besser 300 Alu, sprich Pilzspieler. Aber, ne, muss nicht, sondern ist halt nur möglich. So, in dem Sinne, ich bin jetzt aber erstmal raus, bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, und dann bis denne, haut rein, ne? Tschüss.